Heute ist Schulbeginn, allerdings gibt es auch noch einige, die noch lernen müssen für ihre Nachprüfung. So, wie ist das gelaufen, beziehungsweise wie hast du dich vorbereitet? Also ich habe 4 Wochen davor angefangen zu lernen, ich habe mir einen Lernplan gemacht, brutal aufwendig, ich habe Nachhilfe genommen, jetzt Wochenende. Und also eigentlich genau darauf vorbereitet, ich habe noch extra nicht geschafft in den letzten 4 Wochen vor dem Nachzapf. Und ja, jeden Tag mal eine halbe Stunde angehockt, gelernt, zum Teil auch mit Unterstützung von der Kollegen, wo in der Schule gehen. Und ja, leider nicht so erfolgreich gewesen. Ja, es war knapp, aber ich habe es doch geschafft. Ja, voll gut, ich habe es locker reingebracht, ist voll super gegangen und jetzt bin ich durch. In Mathe, sie war schwer, aber es ist gegangen. Hast du viel gelernt? Ja, ich war sogar in der Sommerschule, obwohl es nicht viel gebraucht hat, aber passt gut. Jetzt habe ich Spanisch Nachzapf gehabt und morgen fängt in dem Fall die Matura mit Deutsch und dann Mathe. Dann habe ich es hoffentlich bald hinter mir. Und die Lehrer waren gnädig? Ja, Gott. Ja, sie haben ein bisschen geholfen und ja. Es ist gegangen, also man hat viel Grammatik geprüft, wobei ich denke, es kann eher so Allgemeinwissen und Texte, die wir im Jahr durchgemacht haben, aber es war relativ viel Grammatik dabei. Aber es ist gut gegangen, wenn man es gelernt hat, dann geht's. Was machst du denn jetzt? Ja, ich würde auf jeden Fall wiederholen, die Schule, ich würde auf jeden Fall weitermachen, bis zur Matura. Also die 3 Jahre, die ich jetzt gemacht habe, da ist ich nicht ins Sand setzen. Ja, kann nichts machen. Ein Ehrenründel drehen. Hast du irgendeinen Tipp für die, die jetzt das noch vor sich haben? Nicht nervös sein. Das ist halt nicht voll abdrehen, sondern einfach ruhig bleiben.